Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Natali und heute, wie ihr seht, wartet auf uns ein Make-up-Tutorial mit sehr teurer Marke Charlotte Tilbury. Die Produkte habe ich mir selber bestellt und wie ihr seht, die Box ist schon geöffnet. Das habe ich mit euch übrigens live auf meinem Instagram gemacht. Wenn ihr folgt mich da, dann habt ihr bestimmt diese Stories gesehen. Also mein Instagram heißt auch Natalinordbeauty. Dankbar, meine liebe Claudia, ich durfte von Charlotte Tilbury wirklich sehr viel probiert und ich denke, ich habe für mich das Beste, also Bestseller ausgesucht. Obwohl das ist sehr teure Marke, bestimmt gibt es jenige, der wie ich wolltet von dieser Marke etwas probieren und nicht so ganz sicher ist, wofür man am besten soll sein Geld ausgeben. Na gut, ich zeige euch, was ich da alles für mich bestellt habe. Nochmal hier, vielleicht ihr auch seid neu auf meinem Kanal, übrigens herzlich willkommen. Ihr könnt ganz kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und hier, ich habe eine Karte, Produkte, was ich mir bestellt habe, mit paar Probchen, was ich durfte mir kostenlos aussuchen. Wirklich ganz schön alles eingepackt und ich habe hier Probchen von Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes Mascara auch bekommen. Übrigens, ich habe noch nie probiert. Eine Foundation im Nummer 2 neutral, aber im Claudi war Nummer 1. Für mich war ein bisschen zu hell. Ich habe, wie gesagt, schon geswatcht auf meine Hand, also diese Foundation. Also ich hoffe, wird mir passen. Wir sehen das zusammen, weil ich habe noch auf mein Gesicht nicht aufgetragen. Hollywood Flowers Filter, dann Contouring Palette mit Highlighter, eine Rouge, habe ich übrigens schon selber getestet. Puder, also das ist jetzt dieser Klassiker. Das ist übrigens einzelne Produkt, was ich von Charlotte Tilbury für mich bis jetzt gekauft habe. Also das ist meine eigene. Ja, das ist auch meine eigene, aber ich meine, das ist neue. Und das letzte, das ist jetzt Probchen von sehr gehypte, also von Charlotte Tilbury Magic Creme. Und ihr seht, damit wir werden heute anfangen. Aber weil ich ehrlich gesagt das vergessen habe, dass ich hier auch eine Magic Creme habe, habe ich schon mein Gesicht gepflegt, deswegen. Ich wurde jetzt überflüssige Öl, was hat meine Haut produziert, mit einem Toner einfach entfernen, weil diese Magic Creme soll reichhaltig sein und deswegen, es wird für mich too much. Obwohl Foundation von Charlotte Tilbury sollte mit mattem Finish sein, also ehrlich gesagt erinnert mich sehr stark nach Estee Lauder Double Wear. Also das ist eine Moisturizer Creme, die sollte spenden Feuchtigkeit und am besten Gesicht für Make-up vorbereiten. Ich wurde diese Creme testen mit euch das erste Mal überhaupt in meinem Leben. Ich habe so viel gehört. Sehr dezente, wunderschöne, blumige Duft. Okay, jetzt ist nicht so dezent. Aber trotzdem, wunderschöner Duft. Fühlt sich sehr, sehr gut. Also nicht so reichhaltig, wie ich mir gedacht habe. Ich habe mir gedacht, das wird richtig fett. Okay. Dieser Glow ist wirklich wunderschön. Also doch, die Creme fühlt sich wirklich reichhaltig, spendet Feuchtigkeit und Haut ist so weich. Wahnsinn, 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 schönes Gefühl. Und erinnert mich wirklich diese Creme sehr stark nach Creme von Beautymates, was ich zeige euch sehr oft. Ja, also Maxim Giacomo hat nicht gelogen, es ist wirklich sehr ähnliches. Nur natürlich gibt es einen großen Unterschied. Beautymates ist viel, viel günstiger und zwar nicht parfümiert. Und als nächstes, ich habe hier eine Glow-Produkt Hollywood Flowers Filter in Nummer 2.4. Das ist eine Reisevariante. Übrigens, was mir gefällt bei Charlotte Tilbury, dass sie hat auch von dieser Magic Creme und fast von jedem Produkt Reisevariante. Und das ist so praktisch. Ich denke, ich habe für diese kleine 5,5 ml 15 Euro bezahlt und davon man braucht wirklich nicht so viel, deswegen es ist ergiebige Produkte und wurde mir bestimmt sehr lange ausreichend. Also das ist wie eine flüssige Highlighter, aber das ist Primer, das sollte Haut mehr ebenmäßig machen und macht wie eine Filter, also eine Glow-Effekt, der optisch Poren und Falten einfach nur kaschiert. Ich benutze das ja, auf die Wange, könnte ein bisschen auf dem Stirn und ehrlich gesagt, so viel reicht.
Deswegen habe ich mir entschieden, diese kleine Probe zu kaufen. Ich habe gemerkt, durch diese Primer, Foundation wirkt nicht so dick, sitzt irgendwie besser. Seht ihr, dadurch, durch diese leichte noch zusätzliche Glow, irgendwie reflektiert Haut Licht und dadurch man sieht nicht so breite Poren, kleine Falten. Versteht ihr, was ich meine, ja? Ja, also sieht wirklich, ich denke, sehr, sehr schön aus. Diese Primer wurde erstmal von Charlotte Tilbury als Foundation rausgebracht. Dann haben sehr viele gemeckert, weil man sieht keine Deckkraft. Und dann sie hat das ein bisschen umgenannt als eine Primer davon gemacht. Deswegen gibt es diese Hollywood Flowers Filter in verschiedene Farbnuancen. Ja? Also das gefällt mir total. Und was mir auch besonders gefällt, zum Beispiel im Sommer oder egal, wenn man offene Dekolleté trägt, man könnte das auf dem Hals und Dekolleté verteilen. Dann sieht hier auch Haut mehr lebendig aus. Wurde ganz leicht auch Falten kaschieren. Also ganz leicht, weil wenn man hat so schon ein bisschen große Falten, ist das schwer. Es sieht wirklich sehr gesund aus. Nächste, das ist natürlich Foundation, was ich wurde auftragen. Und hier ist wirklich sehr kompliziert. Online beim Charlotte Tilbury die Farbe aussuchen, weil Foundation oxidiert. Man musste wirklich ungefähr eine Stunde wenigstens Zeit geben, um zu richtige eingemaßen Farbe zu sehen. Weil von Anfang, es könnte hell sein und dann wird nach einer Stunde dunkler und dann nach zwei Stunden könnte noch dunkler sein. Also es ist wirklich sehr problematisch. Ich habe, wie gesagt, für mich Nummer 2 neutral ausgesucht. Gibt es beim Charlotte Tilbury neutral, kalt, warme Nuance, zum Beispiel Nummer 1 im kalte Variante nehmen, neutrale, warme, aber trotzdem, wie gesagt, die oxidieren Wahnsinn. Ja, natürlich, alles ist schick gemacht, dieser Design. Charlotte Tilbury ist wirklich eine sehr talentierte Businessfrau. Die hat für Marke Tom Ford Produkte entwickelt und dann später hat sie ihre eigene Marke rausgebracht. Ich denke, deswegen beim Tom Ford und Charlotte Tilbury gibt es etwas Ähnliches. Tom Ford auch braun mit Gold kombiniert. Obwohl ihre Verpackung Bordeaux-Weinfarben. Na gut, wenn man so erstmal sieht, das ist wunderschöne, schöne Farbe, ja? Aber wie gesagt, ihr werdet sehen, das wird sich ändern. Ich habe vergessen, wie ich habe damals Foundation aufgetragen, mit dem Pinsel oder mit dem Sponge. Also seht ihr, es sieht erstmal sehr hell aus. Also für mich, ehrlich gesagt, ganz wichtig, dass nicht im Orangen diese Pink Farbton oxidiert. Ich habe schon genug meine eigene Pinkfarbe. Diese Foundation mit sehr starkem Deckkraft hat matte Finish, deswegen auf jeden Fall, wenn man hat trockene Haut, etwas drüber auftragen, sehr viele Pflegeprodukte, die spendet Feuchtigkeit. Man könnte natürlich Deckkraft auch ein bisschen kontrollieren, Dünn mehr dick machen. Also seht ihr, hier hell, sehr hell, ja? Und hier hat schon Farbe geendet. Also jetzt schon, nach ein paar Minuten, endet sich die Farbe. Aber wie gesagt, nach einer Stunde, das wird schon anderes aussehen. Erstmal, das sieht schrecklich aus, ich weiß. Es ist zu hell, erstmal Wahnsinn. Ich probiere das alles ein bisschen noch mit dem Sponge noch in meine Haut anarbeiten. Also ich denke, diese Foundation für die Leute mit trockener Haut würde nicht so ganz gut passen. Also jetzt mit Blender zu verteilen, ja, das sieht mir so lebendig aus. Ich würde gerne jetzt hier noch nachbauen, weil hier meine Rötungen wurden nicht so ganz gut gedeckt. Ich könnte mir vorstellen, ihr fragt, warum ich habe trotzdem diese Foundation für mich nachgekauft, wenn es ein bisschen so komplizierter ist. Also wisst ihr, von Anfang, ich habe da auch in diesem Video ein bisschen gemeckert gegen diese Foundation, aber dann, nach einer Stunde, als das alles auf meine Haut so zusammen sehr gut gesetzt hat, ich war so begeistert, das war so eine wunderschöne Haut, also Edeleffekt. Das, was ich habe wirklich nicht erwartet, das hat mich richtig überzeugt. Ich habe selber meinem Mann mein Gesicht gezeigt und es hat ihm wirklich sehr gut gefallen. Er hat gesagt, das sieht wirklich sehr sehr gepflegt aus. Deswegen, wir müssen erstmal noch nicht unsere Fazit machen. Wir warten, wenn ich das alles auftrage und dann werden wir sehen. Farbe gefällt mir, obwohl es sieht ein bisschen zu hell aus, aber wie gesagt, ich kenne das schon. Also doch, mit diesem Blender auf jeden Fall im Haut anarbeiten. Also dieses Resultat gefällt mir jetzt ehrlich gesagt
sehr. Also jetzt sieht es schon viel schöner aus. Diese Foundation hält sehr lang. So gleich wie Estee Lauder Double Wear Vicatrice. Und das freut mich, weil ich habe heute übrigens sehr viel mit meinem Mann geplant. Wir mussten in die Stadt und so weiter. Und deswegen habe ich mir entschieden, heute diese Foundation auftragen, weil ich weiß, damit ich wurde den ganzen Tag schön auszusehen. Als Charlotte Tilbury hat Airbrush Flowers Foundation rausgebracht. Ich weiß, dass viele wollen ihn auf jeden Fall probieren. Und natürlich, ich habe vieles Video mit Review zu diesem Foundation angeschaut. Einige haben gesagt, oh mein Gott, schrecklich. Andere haben gesagt, wow, das ist das Beste. Deswegen, ich freue mich, dass ich durfte das auch probieren. Und wie ihr seht, ich habe mir das gekauft. Also das bedeutet doch nicht so schlecht. Aber wirklich, man musste richtig seine Haut dafür vorbereiten. So, jetzt nächste Produkt, Concealer. Ich habe keine von Charlotte Tilbury, deswegen ich wurde ganz schnell meine auftragen. Und diese Puder von Charlotte Tilbury, Airbrush Flowers Finish, ich denke, kennt jeder, so gehypt wurde. Ich habe meine erste vor ein paar Jahren, ich denke, gekauft und in gleicher Farbe 1. Das ist das hellste Nummer. Ich habe zwei Meinungen. Ab und zu ich liebe diese Puder, ab und zu ich hasse diese Puder. Also auf jeden Fall, wenn ich benutze der Puder, ich denke, oder? Okay, probiere ich mit der, okay? Wenn ich benutze der Puder unter meinen Augen Concealer setzen, gefällt mir auch nicht. Ich weiß nicht, warum viele sind so begeistert. Auf die Wange, ja, funktioniert wirklich sehr schön. Man sieht den Puder nicht, es macht wirklich eine wunderschöne, lebendige Finish. Okay, es ist meine, wie gesagt, alte Puder. Das ist noch so viel drin, obwohl ich habe, wie gesagt, vor zwei Jahren, ich denke, die gekauft. Den gekauft und trotzdem habe ich mir nachbestellt, weil das war ein Set. Wenn man im Set kauft, dann wird das natürlich alles günstig und dieses Set hat mir sehr gut gepasst. Also sieht wirklich hell aus, aber das ist meine normalerweise Pinsel, damit ich meine Concealer immer sette mit Puder. Also ich gehe ja ganz normal rein und dann versuche ich es mal ganz leicht damit setzen. Obwohl das ist ganz helle Farbe, ich weiß nicht warum, aber es wirkt bei mir dunkler aus und irgendwie nicht, ich weiß nicht, nicht so lebendig. Damit ihr versteht, was ich meine, ich mache für euch einen so Vergleich, ja? Ich zeige euch andere meine Lieblingspuder. Video wird bestimmt sehr lang, aber wenigstens, ich hoffe, sehr informativ. Das ist Puder von Rival de Lupe mit Q10 Anti-Eye Powder. Es ist Limited Edition. Also das ist jetzt lose Puder. Hat weiße Farbe, auch ganz dünn, ganz leicht. Und dann trage ich unter dieses auf. Übrigens, sowas mache ich auch erst einmal für mich. Dann ist auch für mich interessant zu vergleichen und verstehen, ob ich make einfach umsonst. So sieht ihr. Hier Charlotte Tilbury und hier jetzt Rival de Lupe, ja. Also Rival de Lupe hat leichte diese Highlight-Effekt. Es sieht mehr lebendig aus. Hier, das sieht dunkler aus, ein bisschen macht müde Haut hier. Was sagt ihr dazu? Was seht ihr jetzt auf der Kamera? Und natürlich Puder, ja, kostet 1000-mal günstiger als Charlotte Tilbury. Auf dem ganzen Gesicht, der Puder gefällt mir. Sieht wirklich dann schön aus, lebendig. Man sieht Puder nicht auf dem Haut, das Haut nicht abgepudert. Es macht noch einen Photoshop-Effekt, also wirklich ganz leicht dieser Smooth-Effekt, dass man nicht so stark dann breite Poren sieht. Ich könnte nicht sagen, dass der Puder ist der beste heutzutage. Ich könnte empfehlen, auf jeden Fall. Nein, heutzutage gibt es so viele tolle Alternativen. Die sind absolut nicht schlechter als Charlotte Tilbury, selber auch aus Drogerie. Ich habe auch schon sehr oft gezeigt. Die benutze ich wirklich so gern, jeden Tag. Versteht ihr, ich habe doch immer noch keine feste Meinung. Von einer Seite, ich make immer noch, von anderer Seite, ich habe mir neue nachgekauft. Sitzt auf dem Haut wirklich schön, ja? Aber nach ein paar Stunden, meine T-Zone wurde glänzend. Puder hält Make-up, aber nicht Öl. Mein Haut auf der T-Zone wurde Öl produziert und dann muss ich wieder abpudern. Deswegen benutze ich ehrlich gesagt diese Puder am besten an meine Wange. Und dann auf die T-Zone benutze ich Laura Mercier.
Meine Augenbrauen, ich habe schon fertig gemacht, aber mit meinen eigenen Produkten, weil ich von Charlotte Tilbury habe für mich nichts bestellt. Jetzt, ich wollte mein Gesicht konturieren mit dieser wunderschönen, auch sehr beliebten Palette. Filmstar, Bronzer und Glow, Face Sculptor und Highlighter. Also das wurde so geöffnet, ja? Richtig toll. Und hier drin ist Palette. Richtig wunderschön. Großer Spiegel und selber zwei Produkte, eine Highlighter und eine Skulptur. Fange ich mit meiner Stirn an. Letzte Zeit, ich benutze wirklich, um mein Gesicht konturieren, keine Contouring-Produkte, nur Bronzer. Dieses Skulptur hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil er einigermaßen dezent ist, mehr so soft. Ich habe für mich übrigens hellste Nummer ausgesucht, gibt es in zwei Farbnuancen. Ich habe hier Light Medium. Man könnte wirklich nachbauen, Intensivität kontrollieren. Also wirklich eine wunderschöne, natürliche Farbe, ganz natürliche Schatten. Also hier an die Wangenknochen und unter meinem Kinn und dann meine Nase. Seht ihr? So eine leichte Farbe. Und sieht wirklich natürlich aus. Übrigens, weil mein Gesicht ist sehr schmal geworden, ich konturiere Wange ein bisschen hier nach vorne. Ich wollte, dass mein Gesicht nicht so nach unten mehr wirkt, so dass meine Wange mehr voller hier aussehen. Ich würde jetzt ganz gerne weiter Bronzer auftragen, aber von Charlotte Tilbury habe ich keine. Deswegen, ich würde dann allein schneller nachher auftragen, aber damit ihr das alles besser sehen könnt, ich wollte jetzt doch Highlighter auftragen. Dezente, schöne, einigermaßen natürliche Highlighter-Effekt und die Farbe passt mir auch super. Also ich mag solche Farbe, das ist so etwas Champagner, also wirklich sehr schön. Also das ist meine absolute Favorit im Nummer 03, übrigens von Marke Refa, das ist japanische Marke. Ich könnte euch nur empfehlen. Und damit, ich würde jetzt Highlighter auf meine Nase auftragen. Also aber ganz schmale, dünne diese Linie, weil ich wollte jetzt zwischen beiden Seiten, wo ich Contouring aufgetragen habe, diese Linie ziehen. Damit wird meine Nase noch mehr schmaler wirken. Ganz wichtig auch, dass die Linie wird auch gerade, weil wenn man ein bisschen so schief macht, dann wird Nase auch schief auszusehen. Und ich mache nie Highlight auf Nase mit solchen Pinsel auftragen. Nicht einfach so, nein. Weil ich habe so viel Mühe jetzt gegeben, um Nase schmal zu machen, und wenn ich auf dem ganze Nase fast würde mit so breite Pinsel auftragen, dann wirkt meine Nase natürlich hier besonders breit. Als nächstes, ich trage jetzt Rouge mit euch auf, weil wenn ich Bronzer auftrage, dann sieht man die Farbe nicht, ja, echte Farbe. Pillow Talk, Cheek to Cheek, und ich habe in die Farbe Pillow Talk genommen, helle Farbe. Diese Farbe, Farbnuance gefällt mir super und mir gefällt diese Machung, oder wie sagt man, also diese Idee selber, dass hier selber ist Rouge und in die Mitte Highlighter. Pinsel von Refa im Nummer 05. Charlotte Tilbury empfiehlt erstmal gehen auf dem Rouge und auf Hand, das ist jetzt meine Empfehlung. Und dann erstmal Rouge auftragen. Lässt sich so gut, so fein auftragen, ohne Fleck. Sehr gut lässt sich verteilen. Sieht so mehr natürlich aus. Seht ihr? Ganz leicht. Man könnte Deckkraft oder Pigmentierung nachbauen. Ich könnte das jetzt mehr auftragen. Aber mir gefällt diese Farbnuance und das sieht wirklich natürlich aus. Es sieht hier nicht, ob ich habe hier etwas gemalt, richtige. Dann wir gehen im Zentrum und tragen dann ins Zentrum, da wo wir haben Rouge aufgetragen, diese jetzt Highlighter. Und seht ihr, das, dann sieht das wirklich richtig edel aus. Also ich mag das. Seht ihr diesen Unterschied bestimmt auch? Also ich liebe diese Farbe total. Man könnte natürlich das alles zusammenmischen, was mache ich ehrlich gesagt am liebsten, und dann alles zusammen auftragen. Und dann mit dem Rest, ich gehe immer auf meinem Stirn, damit die Farbe sich wiederholt, damit ich nicht das alles ganz stark ende durch eine Bronze auftragen, fremde Bronze, also ich meine nicht von Charlotte Tilbury. Deswegen, ich nehme ganz dezente, wirklich hellste Bronze von Hattie Schmidt im Nummer Fair, das ist wirklich ganz leichte Farbe.
Also ich denke, ihr könnt sehen, viel von Bronzer auch sieht das nicht so viel, aber trotzdem insgesamt jetzt mein Gesicht hat Wärme zurückbekommen. Und ich habe eine Setting Spray, der gefällt mir so sehr und ich finde, es ist auch eine Dupe zum Charlotte Tilbury, neue von Catrice Hyaluronic Fixing Spray 12 Stunden Hydra, ohne Alkohol, ohne Parabenen, Mineralienöle, Mikroplastik, Silikonen, aber mit Parfum. Riecht übrigens auch ein bisschen ähnlich wie von Charlotte Tilbury nach Blumen, weiße Blumen. Ich finde absolut nicht schlecht und ich spüre diese Feuchtigkeit, wenn ich benutze von Catrice. Okay, das gehört nicht zu diesem Video, aber wenigstens ich habe auch euch Meinung gesagt, dass dafür ich würde nicht Geld ausgeben. Also Catrice. Und jetzt, ich denke, man könnte sehen, diese wunderschöne auch Glow, dass alle Textur, pudrige, cremige zusammen haben sich gesetzt und das sieht jetzt so frisch, ich denke, lebendig aus. Übrigens, ich habe hier zu viel jetzt aufgetragen, wahrscheinlich jetzt diese Seite mit meiner Lieblingspuder. Jetzt sieht doch schlechter aus als diese Seite mit Charlotte Tilbury. Deswegen, ich sage euch, es ist so komisch für mich mit dieser Puder. Ab und zu ich hasse die, ab und zu ich liebe. Aber heute, ich liebe die. Auch selber unter meinen Augen, weil irgendwie hier, ich denke, ihr könnt dann sehen, ja, das baut mehr meine Falten. Aber ich habe da viel gemischt. So, jetzt ist aber Mascara. Bei Charlotte Tilbury, ich habe mir keine Lippenstifte bestellt. Die sind schön. Qualität ist super. Alles gut. Aber Preis, ganz ehrlich, für Lippenstifte. Ich bin nicht bereit, so viel auszugeben. Deswegen, ja, ich bin zufrieden mit Essence. Und Pillow Talk Push Up Lashes. Ja, also das ist eine kleine Probchen. Ich habe etwas schon probiert, da hat mir Claudi etwas geschickt. 93% soll mehr voluminöse aussehen, also voluminöse Definition. 96% magnifik und applicated und 96% länges, also so sollen noch länger auszusehen. 96%, also das bedeutet fast doppelt, oder? Na gut, Mascara in die Tube. Ja, ich habe die getestet mit Silikonbürste, aber ganz komische hat Form. Wenn ich jetzt drehe, seht ihr, hier ist mehr schmal, also die wurde wie von beiden Seiten zusammengedruckt und hier breit. Und da, wo sie wurde zusammengedruckt, da natürlich zwischen gibt es keine, so nichts, also glatt. Also ehrlich gesagt, für mich sowas nicht so ganz praktisch. Okay, vielleicht ist es Übungssache, ja. Für mich ist mit dieser Form ist ein bisschen schwer zu arbeiten. Besonders, ich habe hier zum Beispiel schon versaut, ich weiß nicht, Prinzip. Wahrscheinlich muss man, ach so, ja. Man muss es mal legen mit flacher Seite, diese Bürste auf den Wimpern und dann so ziehen. Farbe ist schwarz, trennt Wimpern, ich sehe schon sehr gut. Ich denke, ich würde sagen, wie damals, ich habe euch gesagt, ja, es ist schöne Mascara. Also ich würde nachher diese Trick wegzumachen und ihr könnt dann das am besten sehen. Also es ist schöne Mascara, macht wirklich Wimpern schon mehr volumig und ein bisschen mehr schon lang. Übrigens, bei mir am Tisch liegt diese Zange extra, damit ich nicht vergesse, die benutzen und ich habe trotzdem vergessen. Okay, ich würde dann an die andere Auge das probieren. Ich denke jetzt nach zweitem Mal diese Mascara zu testen, die gefällt mir doch besser als die nach erstem Mal. Oder was riecht hier? Etwas riecht sehr schön, ich weiß nicht. Das ist Parfum meines Mannes, er hat mich gerade besucht. Und ich denke, was riecht so schön? Er hat seine Lieblings-Tom Ford. Jetzt, ich habe erkannt, er hat sein Lieblings-Tom Ford nur benutzt, diese schwarze Flasche, also da, im schwarzen Flakon. Also das ist so eine Edelduft, richtige für Männer. Irgendwann, wenn ich mache Video für euch mit Männerdüften, ich würde euch natürlich das alles zeigen. Mascara macht keine richtige Drama, also das ist noch keine diese wimpernde. Ich weiß, wenn ihr mögt Drama, aber ich denke, man könnte Maximum doch von ihr rauszubekommen.
wenn man noch eine Schicht wird auftragen. Auf jeden Fall sieht volumig aus, also wirklich, mir gefällt dieser voluminöse Effekt. So wirklich, ich habe Gefühl, dass ich hier, oh Gott, ich habe viel mehr Wimpern, diese Härchen bekommen habe. Also ich denke wirklich, schöne Mascara. Das ist mein fertiger Look. Insgesamt, ich bin total zufrieden. Mascara, ja, die ist wirklich schön. Tiefe schwarze Farbe hat. Das Einzige, muss man immer aufpassen, besonders wenn man schon Lidschatten aufgetragen hat. Wenn man da auf dem Haut oder etwas schmieren, aus Versehen, sehr schwer wegzukriegen. Ich habe jetzt ein bisschen abgewartet, bis Mascara wurde austrocknet. Dann normalerweise mit einem Wattestäbchen viel einfacher wegzukriegen, aber wahrscheinlich, ich war doch nicht ganz geduldig. Wahrscheinlich mit dieser Mascara muss ich ein bisschen länger abwarten, weil ich habe hier gekämpft und trotzdem so nicht ganz sauber hingekriegt. Übrigens, im Sommer, im Winter vor dem Weihnachten, Charlotte Tilbury auf ihrer offiziellen Internetseite macht richtig starke Angebote. Das einzige, einige Sets mit minus 40% war für mich nicht so ganz interessant, deswegen meistens Produkte habe ich mit 20% gekauft. Leider, ja, mit minus 20% statt minus 40%. Aber ich habe für mich einfach nur gerechnet und es lohnt sich nicht, extra Set kaufen, wegen ein oder zwei Produkt zum Beispiel. Dann zum Schluss, ich komme für das gleiche Resultat, weil ich weiß, dann andere Produkte wurde nicht benutzen. Also ganz ehrlich, Charlotte Tilbury hat sehr gute Manager. Also da es wurde sehr gut alles zusammengerechnet, bin ich absolut sicher, auch mit minus 40% sie verliert nichts. Also es gibt es hier keine Produkte, was ich mir gekauft habe, dass ich würde sagen, ach doch, ich könnte das sparen und weglassen. Nein, bin ich wirklich mit allem sehr zufrieden. Selber mit dieser Magic Creme zum Testen bin ich besonders zufrieden. Endlich, meine Seele ist ruhig, endlich ich weiß, was ist das für eine Creme. Und wenn ihr fragt mich, ob das lohnt sich zu kaufen, ja klar, wenn ihr habt kein Problem, so viel Geld ausgeben, ja, es auf jeden Fall lohnt sich, mir gefällt mein Hautbild, aber für mich, meiner Meinung nach, nicht besser als von Beautymates. Beautymates Creme ist viel günstiger und da sind keine Parfume. Ich denke, das war's. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, was ihr denkt dazu, was ihr habt schon von Charlotte Tilbury probiert. Vielleicht ihr könnt mir auch etwas empfehlen von dieser Marke oder vielleicht von anderer Marke. Auf jeden Fall, ich freue mich auf eure Feedback. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, das ist absolut übrigens kostenlos. Dafür, ich bin sehr dankbar euch. Und natürlich, ich bin sehr dankbar euch für eure Unterstützung mit dem Daumen nach oben für meine Video. Dankeschön für's Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Eure Natalie.